Da denke ich noch nicht übers Nachladen nach. Jetzt muss ich mal langsam gucken, dass ich gut lade. Manche Leute sind halt echt ein bisschen komisch. Die gefühlte Reichweite. Wir haben jetzt heute Donnerstag, ich habe immer noch 102 Kilometer drin. Mein Name ist Steve und ich teste verschiedene Elektroautos im Alltag ohne eigene Lademöglichkeit und zeige euch, dass es ohne Probleme funktioniert. Worüber ich heute eigentlich sprechen wollte, ist, diesen gefühlten Drang nachladen zu wollen. Denn natürlich habe ich noch 102 Kilometer drin. Das ist bei meinem Ioniq ungefähr, ja, ich sag mal so die Hälfte. Und wir können mal kurz überlegen, was ich so bisher für Strecken gefahren bin, damit man mal so ein Gefühl dafür kriegt. Am Montag habe ich den Wagen aufgeladen auf 75%. Mehr war es ja nicht. Ich war ja nicht länger einkaufen. Bin dann allerdings 70 Kilometer gefahren. Das heißt so raus zu meinem Vater und dann wieder zurück. Am Dienstag war es nicht die größte Strecke, aber es ging von Mitte über Südkreuz nach Neukölln zur Geradestraße, meinen ganzen Schund wegbringen und wieder zurück. Das ist jetzt nicht die größte Strecke, ich glaube es waren vielleicht insgesamt 20 oder 30 Kilometer oder so, keine Ahnung. Müsst ihr mal bei Google Maps nachgucken. Gestern allerdings hatte ich schon ordentlich Strecke, denn da ging es ja von mir hier nahe Potsdamer Platz, ging es dann zum Prototypen-Event von Sion in Weißensee und von Weißensee nach Kleinmachnow zu Julian und von da aus wieder zurück. So von Weißensee nach Kleinmachnow, das ist einmal quer durch Berlin gefühlt durch. Das ist schon ordentlich, das war dann schon gestern ordentlich Strecke. Bin ja ab morgen schon mit Stefan unterwegs nach Wien, auch mit dem Fahrzeug, denn wir nehmen quasi mit dem Fahrzeug gleich einmal eine Langstrecke mit. So, also fahre ich heute nochmal raus zu meinem Vater und auf dem Rückweg werde ich auf jeden Fall noch an der Bank in Köpenick vorbeischauen und sowas. Das heißt, es werden so ein bisschen über 70 Kilometer. Ich denke mal, es werden heute so 80 Kilometer. Und damit sind wir auch schon beim Thema von heute und zwar die gefühlte Reichweite. Denn der Wagen hat noch 101 Kilometer und 101 Kilometer ist, wenn ich mit meinem Ioniq unterwegs bin, ist das überhaupt kein Problem, weil dann ist der noch gut halb voll. Und das stört mich absolut nicht, weil, wie gesagt, dann hat er noch gut 50 oder vielleicht 40%. Und da denke ich noch nicht übers Laden nach. Ne? Also allgemein denke ich sowieso relativ wenig übers Laden nach. Es ist eher so, dass ich im Alltag, so wie ihr gestern bei mir und Julian gesehen habt, dass ich, der Polizist zeigt mir, ich soll fahren und der Fußgänger rennt nochmal los. Also wie hart muss man denn im Kopf sein, dass wenn die Polizei den Verkehr regelt und dem Autofahrer zeigt so, du kannst jetzt fahren und der Fußgänger sich dann denkt, oh, wisst ihr, nö, da laufe ich jetzt nochmal drüber. Also manche Leute sind halt echt ein bisschen komisch. So, aber wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, ist, der Ioniq mit 100 Kilometern Reichweite, ja, dann ist er ungefähr noch halb voll. Das macht mir überhaupt nichts. Ne? Also dann ist er irgendwo im Sommer bei 40%, im Winter wahrscheinlich bei 50%. Aber da denke ich noch nicht übers Nachladen nach. Das ist noch nichts, was mich irgendwie in Panik versetzt oder sonst irgendetwas. Gleichzeitig geht es aber darum zu sagen, okay, wo steht denn die gefühlte Reichweite? Denn wenn der e-Niro hier 100 Kilometer Reichweite hat, dann zeigt er mir Akkustand von 25% an. Und das ist natürlich die Kehrseite der Medaille. Je größer mein Akku ist, desto früher habe ich gefühlt das Bedürfnis, nachladen zu wollen. Und davon muss ich aus meiner Sicht einen Laternenparker lösen. Wie wir ja nun schon einige Tage gesagt haben. Ihr seht, ich habe jetzt einige Tage überhaupt nicht geladen. Auch wenn ich hier in Berlin mehr als nur eine Möglichkeit gehabt hätte, geht es mir ja darum zu zeigen, wie kann man den Alltag bewältigen mit so einem E-Fahrzeug, aber vielleicht in einer Ortschaft, wo ihr halt eben nicht so eine Ladeinfrastruktur habt wie in Berlin. So, und nun kommen wir an den Punkt, dass wir sagen, okay, ich habe nur noch 25% im Akku. Jetzt muss ich mal langsam gucken, dass ich lade. Nein, musst du eigentlich nicht. Denn
Ich glaube, wir müssen allgemein mal wieder dazu übergehen, entspannter mit der Reichweite umzugehen. Also uns wirklich... Hier steht ihr in zweiter Reihe, deswegen... Also uns wirklich Gedanken zu machen, wie viel Reichweite brauchen wir denn tatsächlich im Alltag? Ich möchte jetzt kein Plädoyer für kleine Akkus geben, um Gottes Willen. Versteht mich nicht falsch. Aber ich habe jetzt noch 100, also ich habe zwar nur noch 25% im Akku, oh mein Gott, aber ich habe noch 100 Kilometer. So, was bedeutet das denn für mich? Dass ich mir vielleicht mal so grob im Kopf so ein bisschen die Entfernungen wirklich mal anschaue. Und das sieht man daran, dass wir das nicht machen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was, wie weit ist es denn von mir bis Südkreuz und von Südkreuz bis zur Gradestraße? Habe ich mir in dem Moment überhaupt nicht angeguckt. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Die Autoindustrie hat es clever gemacht. Ich finde, sie hat uns indoktriniert. Denn wenn ich so an die ganzen Verbrenner denke, die ich vorher gefahren bin, die haben alle spätestens bei 80 Kilometer, teilweise sogar bei 100 Kilometer Restreichweite, haben die angefangen, Alarm zu machen. Wollten dann, dass man das quittiert, dass man immer okay drückt. Ja, habe ich gesehen. Oder haben dann irgendwie auch schon regelmäßig irgendwelche Töne von sich gegeben. Das ist, wo man sich denkt, das ist ja alles nicht notwendig. Ne? Also jetzt könnte man sagen, okay, das ist bei den Verbrennern aus der Zeit erwachsen, aus den 60ern und 70ern, als Tankstellen halt noch nicht so stark verbreitet waren, als man auch als Verbrennerfahrer noch ein bisschen gucken musste, gerade auf Langstrecke. Auch heute gibt es ja noch Ecken, wo dann dran steht, naja, entweder du nimmst diese Tankstelle oder die nächste in, keine Ahnung, 30, 40 Kilometern. Ja, im Alltag, wie gesagt, ne, ist das überhaupt kein Problem. Also verstehe ich nicht, warum man so früh getriggert wird. Und ich glaube, dadurch haben wir vergessen einfach, also einerseits durch die hohen Reichweiten, andererseits durch dieses frühe Warnen, haben wir, glaube ich, vergessen, wie kurz unsere täglichen Strecken eigentlich wirklich sind. Ich bin fertig mit Einkaufen, habe das Auto gewaschen, bin auf dem Rückweg von dem alten Mann nach Hause, habe jetzt noch 14% im Akku, das entspricht 61 Kilometern, sagt mir der Wagen. Ich muss noch mal kurz bei der Bank anhalten, deswegen muss ich noch mal einen kleinen Umweg fahren und kann nicht den direkten Weg über die B1 nehmen. Und, oh, Entschuldigung, ich bin also müde. Es ist 15 Uhr. Mittags, Bubu. Weil ich morgen mit Stefan auf Langstrecke nach Wien gehe und da werden wir dann auch mal schauen. Wir haben uns nämlich überlegt, wir machen das nicht. Wir planen unsere Tour nicht. Wir wissen nur, dass wir nach Wien wollen und wir werden mit diesem Wagen fahren und wir werden nur die Live-Daten verwenden und werden uns dann mal so, keine Ahnung, wir werden einfach nach dem Navi fahren und wenn unsere Restreichweite irgendwie so um 100 oder um 50 Kilometer herum ist, dann werden wir einfach auf dem Navi schauen, wo sind Ladestationen im Umkreis und die werden wir dann nutzen, um aufzuladen. Wir werden nichts planen. Und dann wollen wir mal sehen, wie gut man dann unter diesen Bedingungen mit so einem Fahrzeug vorankommt. Ja, und ansonsten bleibt halt einfach nur zu sagen, wie gesagt, ne, man kommt echt durch eine Woche. Ist überhaupt gar kein Problem. Und ich hoffe, ich konnte somit bis hierhin schon mal zeigen, für alle da draußen, die halt eben leider aus Ortschaften kommen, die halt jetzt nicht so gut ausgestattet sind mit Elektro-Ladesäulen. Aber auch nochmal wichtig darauf hinzuweisen, dass es immer einen Unterschied gibt, ob man von der realen Reichweite und der gefühlten Reichweite. Natürlich, wie ich es vorhin gesagt habe, ne, ich bin heute in den heutigen Tag gestartet mit 25%. Da hätte schon der ein oder andere gesagt von seinem Handy, oh, 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 wenn unter 20% ist, dann warnt das ja schon.
Wahrscheinlich geht es dann schon in den Energiesparmodus bei manchen. Aber dieses Fahrzeug hier, der macht halt bei 13% immer noch Ballett. Ne? Also der ist noch weit, der ist noch meilenweit entfernt von einem Energiesparmodus. Und da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Er hat jetzt bei 13% noch 59 Kilometer Restreichweite. Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende der heutigen Folge, denn ich bin jetzt zu Hause angekommen und was ich zuvor gesagt habe mit den Prozenten und den Kilometern, bewahrheitet sich jetzt wieder, denn ich habe jetzt noch einen Akkustand von 8%. Bei 8% hat er tatsächlich das erste Mal gemeckert und hat gesagt, na, könntest du ja mal gucken, dass du mal nach einer Ladesäule Ausschau hältst. Das entspricht einer Restreichweite, sagt das Fahrzeug. Von 37 Kilometern. Er sagt jetzt auch, dass ich diese Woche 315 Kilometer gefahren bin. Das klingt erstmal nicht viel, aber ab dem Moment, wo ich geladen habe. Aber wenn wir jetzt mal berücksichtigen, dass ich nur bis 75% geladen habe und dass ich jetzt noch 8% im Akku habe, dann sind das nach Adam Riese und Eva Zwerg 67% des eigentlichen Akkus, die ich nur verwendet habe. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, WLTP schafft dieser Wagen hier 450 Kilometer. Es gibt ja diese Faustregel WLTP minus 10%. Dann wären wir bei, ja, so ungefähr bei 409, 410 Kilometern, wie auch immer. Aber wenn wir jetzt eben mit dieser Reichweite rechnen, WLTP minus 10%, dann könnte ich mit diesen 66%, mit denen ich real 315 Kilometer im Sommer gefahren bin, mit Klimaanlage, mit allem drum und dran, theoretisch nur 270 Kilometer fahren. Und das sind jetzt ganz viele Zahlen und ganz viel durcheinander, aber was ich eigentlich damit sagen möchte ist, ne, die Zahlen sind halt immer stark davon abhängig, was für Temperaturen, Gegenwind, welche Geschwindigkeiten und so weiter und so fort, wie beschleunigst du und so weiter und so fort. Und deshalb möchte ich einfach an euch appellieren, versucht nach Prozent zu fahren und lasst euch nicht davon triggern, dass irgendwie nur noch ein Viertel voll ist oder sowas. Ab 10%, da kann man dann mal gucken, da kann man dann nervös werden oder sowas nach einer Lademöglichkeit. Genau, und ich habe ja jetzt nur 66% des Akkus verwendet. Ich finde von Montag bis Donnerstag 315 Kilometer ist jetzt nicht unbedingt wenig. Das liegt schon deutlich über dem Schnitt. Und dennoch habe ich verbraucht Kilowattstunden, also habe ich von meinem vom Akku effektiv Gebrauch gemacht von 42 Kilowattstunden. Wenn ich jetzt rechne, dass die 8% noch drin sind, weil ich will ja jetzt nicht liegen bleiben, wären das 0,75. Dann bräuchte ich ein Fahrzeug mit 48 Kilowattstunden. Das wäre jetzt von Montag bis Donnerstag. Das, was ich wirklich, wenn ich jetzt in der Zeit nicht nachladen möchte, was ich tatsächlich bräuchte. Und ich glaube, das zeigt sich so ganz gut, in 4 Tagen diese Kilometer abgespult zu haben, wenn jetzt nicht die Langstrecke wäre am Wochenende. Was ich eigentlich zeigen möchte, ist, mit den Akkugrößen, die wir heutzutage haben, muss man sich, glaube ich, nirgendwo in unserer Bundesrepublik noch Gedanken machen. Ich habe es am Anfang der Woche gesagt, man kann mal hier gucken, mal da gucken. Es gibt immer irgendwo eine Lademöglichkeit, sicherlich auch vielleicht mal ein bisschen ungünstig hier legen oder ein bisschen weiter weg. Aber mit den Akkugrößen macht man das vielleicht mal einmal die Woche und dann lässt sich das sicherlich auch für viele Leute, nicht für alle, aber für viele Leute sicherlich irgendwie verbinden. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin reingeschaut habt und ich hoffe, euch hat es bis hierhin auf jeden Fall gefallen, die Serie. Morgen gibt es auf jeden Fall Langstrecke mit Stefan und mir und wie gesagt, wir werden nichts planen. Wir geben einfach nur die Route ins Navi ein. Der E-Niro hat ja kein Navi, in dem er uns irgendwie die Ladestation selber raussuchen kann. Und wir werden erst, wenn ungefähr die Reichweite so Richtung 50 Kilometer Rest geht, dann werden wir mal gucken, was so im Umkreis an Ladeinfrastruktur vorhanden ist. Und dann werden wir da einfach mal hinfahren. Einfach so, wie man es ja auch mit der Tankstelle macht. Ne? Also du gibst eine Route ein, fährst und irgendwann denkst du so, ah, ich könnte mal tanken. Und dann guckst du mal, wo ist denn die nächste Tanke. Und so werden wir es auch mit dem Elektro machen. Und dann kommen wir nach Wien und dann werden wir in Wien ganz, ganz viele
tolle Sachen erleben und dann nehmen wir euch natürlich mit. Deshalb der Tipp von mir, Kanal abonnieren ist nicht umsonst, aber komplett kostenfrei und gerne einen Daumen nach oben, wenn euch solche langweiligen Serien gefallen, wo einfach nichts passiert, weil der Alltag mit der Ladeinfrastruktur und dem Elektroauto einfach halb so wild ist, wie es manche Videos oder manche Berichte immer darstellen. Denn ja, es ist halt bei den meisten, egal ob sie YouTuber sind, keine Haare haben oder von der Bild-Zeitung sind, es ist und bleibt Clickbait. So, jetzt ist es raus. Shitstorm in 3, 2, 1. Runter in die Kommentare. Vielen Dank bis hierhin. Ich laber schon wieder zu viel. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Nachmittag, Morgen, wann auch immer, Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und denke, das war's für heute.